Hallo schöne Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XIV Online im Despard. Mussten wir uns als Flüchtlinge verkleiden, um Informationen herauszubekommen und müssen jetzt Mifilia Bericht erstatten. Das verstehen wir hier. First. Wobei, eigentlich muss Benny immer zuerst reingehen, damit er uns sagen kann, ob die Katze den Vertonen des Jan. Ja, eigentlich ist er unser Vorkoster. Ja. Okay, dann schau ich mal. Immer mutig voran, Benny. So, ich bin jetzt im Saal, der... Ach, das ist einfach nur, gib mal bitte Quest ab. Ich habe die Quest abgegeben und ich glaube, das ist nicht... Nee, kann nicht so sein. Vergleichen. Meins ist nein. Besser von den Verteidigungen und so her, also nein. Leben, ich hab keine Ahnung. Leben, Materie und der ganze Rest. Okay. Oh, es ist so eine, oh, ist so eine kleine Mini-Nebenquest. Mini-Hauptquest-Nebenquest. Geht zum Mutagenix und so. Es ist. War, der war im zentralen Tarnalan, oder? Ja, soweit ich weiß. Ah! Einmal nach Kronstadt-Bahnhof. Der war auch nicht weit vom Kronstadt-Bahnhof her, muss man sagen. Müssen wir da hin? Ja. Ja, ja. Das ist ein ganz kleiner Mini-Nebenquest, das ist wirklich nichts. Es ist nichts, aber. Aber ja, aber nein. Den wirst du später sowieso kaum nutzen. Was? Außer du willst deine Materie eintauschen. Mach ich mit dem Charakter, kümmere ich mich gar nicht um Materie. Siehst du? So wie Yuffie, dass ihre Materie einmal geklaut wird? Ja. So wie Yuffie. Genau so wie Yuffie, ja. Geil. Ich meine, die Hauptstory später, wenn wir dann auf 4.2 und so aufnehmen, das können wir dann auch, wenn wir dann soweit sind oder später irgendwann mal soweit sind, mit unserem Hauptcharakter machen und so. Ja. Was? Achso, du meinst so Sachen wie zum Beispiel die schweren Dungeons? Genau, die können wir mit unseren Hauptcharakters machen, zum Beispiel Raids zeigen und so alles. Ja, gut. Ja, sonst müssten wir die Characters richtig equippen und so. Und das ist halt... Na gut, das Problem habe ich ja nicht. Ja gut, das stimmt. Bei dir ist es eigentlich egal. Obwohl, dann schlägst du dich mit mir um den Tank. Also du kannst gerne Main-Tank sein. So ist nicht. oder so. Oh Jan, du bist Paladin. Oh, ich bin Dunkelritter. Das ist mir auch egal. Dann bin ich halt einfach mal Main-Tank. Ja, gut. Jan, du musst abspotten, Jan! Oh, Jan. Unnötige Nebenquest ist das. Ah, ich finde die ganz cool. Ich finde den Lalafelder cool. Hi. Das ist kein Lalafell. Da ist ein Lalafell, aber. Du meinst diesen komischen mit den roten Augen? Ich kann nicht hier noch. Man könnte eigentlich die Nebenquest hier noch fertig machen. Nö. Halt's Maul. Nö, halt's Maul. Gute Reaktion, Domi. Ja, dein Tötungswerkzeug hergestellt. Oh nein. Oder? Warte mal, lass mal überlegen. Benny hat ja schon recht, er kriegt Erfahrung dafür, ne? Ja und? Wenn die schon mal hier ist, so umsonst. Gibt dauert auch nicht lange, glaube ich. Das ist nur kurz sprechen. Ist nur kurz und dann so 3 Stunden später. Er will. Okay, komm, wir nehmen sie an. Wir gucken, ob sie lang ist. Ah, das ist für Materie, okay. Damit wir Materie einsetzen können. Okay, Benny, du hast gewonnen. Wir müssen zurück nach Mifilia. Ich porte unseren Horizont. Das ist. Oh, haben wir jetzt mit dem Hättest du das nicht gesagt? Nein, haben wir nicht. Wir haben nicht mit dem Chocobo-Verleiher gesprochen. Fuck, mein Lachen! Sorry. Das ist echt du. Boah, diesmal ist mir egal, was ihr macht. Ich werde zu dem Chocobo-Verleiher rein. Ha, ich hab mich verbrannt an meinem Tee. Ich hab mich verbrannt an der Heizung. Aua. Ich hab mich verbrannt an meinem Arsch. Alles der klar. Feuer. Ihr müsst verstehen, dass er momentan so anale Randale hat. Er hat Hämorrhoiden. Ja. Er kann sich Seng anschließen, Jan! Oh, wow. Wo ist meine Rückencreme? Dieser feine Schwert. Oh Gott, oh Gott!
Wo hast du dann gelogen? Alter, diese Insider, ey. Den versteht, Alter, den versteht. Das ist doch Final Fantasy 7. Mit Tim, ja, das wird jetzt auch nur Tim verstehen, wenn er das Let's Play guckt. Ist echt so. Ich glaube, ich nenne diesen Part, nenne ich glaube ich auch diese Insider. Ja, jetzt müssen wir random Insider incoming. Ja. Die wird hier auch kein Zuschauer. Warte, was? Wir haben wieder eine Quest da hinten. Ha? Die Städte der Todgeweihten. Was? Sie werden mehr. Es werden immer mehr. Okay, jetzt will ich wissen, was das für eine Quest ist. Ich muss sprinten. Aber zuerst zum Chocobo-Ding. Ja, der ist hier direkt hier um die Ecke. Palast der Toten kann es, glaube ich, nicht sein. Nein, Palast der Toten schaltest du in Gridania frei. Eben. So, wer hat die denn da? Nedric Ironheart. Ist das Halatali? Halatali. Könnte sein. Es ist Halatali. Oh, Boys! Guys! Machen wir die? Natürlich machen wir die. Wir haben damit einen neuen Dungeon gleich. Aber wir geben erstmal die nächste Hauptquest ab. Und dann machen wir die Nebenquest für den Dungeon und machen dann auch gleichzeitig den Dungeon. Tataro hat mich erschreckt. Hi! Wieso sitzt er so? Die Tür geht auf, springt auf, guckt mir in die Augen. Ich so, oh! Weißt du, die muss die ganze Zeit oben sitzen. Weißt du, die unten sind so alle schön im Warm und die sitzt da oben. Im noch wärmeren. Die sind hier immerhin in der Wüste. Stimmt, das hier ist ein Keller. Das heißt, die sind hier unten im Kühl. Oh, guck mal, der nächste Quest ist Ifrit. Okay. Und Level Up. Nee, ich ja, noch nicht. Camp Knochenbleich. Okay. Wir müssen jetzt nach Camp Knochenbleich. Ah, mein. Ich will immer zum Kohle-Dings hier. Ja, ich drück auch immer meistens zu früh. Und dann so, nein, eins runter noch. Aua. Jener Teleport. Dieser Teleport wird kein leichter sein. Dieser Teleport wird steinig. Und wie viele Tage hast du nochmal, Benny? 26. Gott, ich hab eben nicht geschaut. Naja, du kannst dich zwischendrin schon mal hin und wieder ein- und auslocken. Nee, ich dir gar nicht. Kannst du? Hä? Ich hab mich verlaufen. Wo? Hier. Wir machen jetzt erstmal Halatali. Ich rede noch nicht mit dem Typen, weil da beginnt wahrscheinlich direkt Ifrit. Dann müssen Benny, wir aber... Benny, du gehst... Okay. Naja, ich bin gerade wieso dumm überhaupt da oben hin rausläuft, wenn ein Ding. Ich hab den anderen Ausgang nicht gefunden, du Lappen. Warte, ihr wollt wirklich jetzt runter nach Halle. Oh mein Gott. Ja. Das war jetzt der mega Umweg. Das Ding ist, wäre Ifrit nicht schneller? Ist ja. Mir doch egal. Wir können doch schnell Halatali freischalten, dann machen wir schnell Ifrit ja, und dann machen wir Halatali. Halatali wird wahrscheinlich wieder den ganzen Part dauern. Ja und? Ifrit wird doch nicht den ganzen, oder? Ifrit nicht, nee. Außer die Wartezeit, aber die scheint dir wahrscheinlich so aus. Die Wartezeit zu Ifrit. Wir haben einen Tank und wir sind noch relativ human, was die Zeit angeht. Das wird wahrscheinlich nicht so schlimm wie gestern mit Sastascha. Vorgestern. Und keiner läuft Sastascha. Ach, das hier war... Lucy hat viel hier. Mit Fafa Yoni. Was hat hier? Mit Fafa Yoni sprechen. Und natürlich ist es ein Lalafell. Der voll angsteinflößend. Was ist los, kleiner Lalafell? Ich muss mich kurz nach Kohlenstaubbahnhof porten. Warum? Ach, Camp Knochenbleich, weil ich hab die Quest eben da unten noch nicht weitergeführt. Rein technisch gesehen porte ich mich einfach mit, weil dann habe ich die Hälfte des Weges gespart. Ja. Dann habe ich überlegt, wann du den Port gemacht hast. Mit wem muss ich denn hier reden? Mit den Typen da drin. Ach hier, Legionsgefreiter, hi. Na?
Wartet auf mich! Wieso gehen wir eigentlich alle unterschiedliche Wege? Gehen wir? Wir beide gehen noch denselben. Wir gehen denselben, ja, aber Benny nicht. Kommandoliste, Rollenskills. Oh, ich hab Klartraum. Ich hab mal schauen, was ich. Ich hab umgestimmt bekommen. Komm das mal rein, umgestimmt. Ich hab Vorausahnung. Voraus? Nee, brauchst du nicht. Ich tu ihn einfach mal rein. Ja, nicht, dass ich ihn nutzen werde. Prinzipiell brauchst du nicht, brauchst andere Cross-Skills. Muss mir das später. Ja, mach ich. Dazu kommen wir dann, wenn du Paladin bist und so alles. Und du musst so deinen ganzen Skills. Und sobald du dann Level 50 bist, dann kann man mit den Rollenskills anfangen, richtig? Weil du dann ja alle freigeschaltet hast. Also. Leichen! Verrottete Leiche. Sie uns nicht mal anvisieren, weil wir zu gut sind. Warte, ich mach schon. Ja, danke, Bro. Ja. Es gab einen kleinen Kampf davor. Oh, wir werden auf Level 24 runtergestuft. Ich weiß gar nicht, konnte man den überhaupt schaffen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Glaub schon. Oh, du schon wieder. Sag mal, wie oft willst du mir noch auf den Piss gehen? Ich bin zum hundertsten Mal jetzt hier. Ich geh dir auf den Piss. Ist der einfach da? Ja! Hey, dich hab ich immer halatali stehen sehen, den kleinen Ladafell. Ja, ich hab mich gerade eben hergeportet. Hat die bessere Ladezeit als Benny. Ich hab einen bösen Blick. Oh nein, die Amalia. Also die Amalia sehen richtig aus wie riesige fette Löwen, die auf zwei Beinen laufen. Los, los! Toff. Was sollen überhaupt die Amalia sein? Was hat das zu bedeuten? Irgendwas stimmt hier nicht. Sie wussten Bescheid. Oh no. Der Lala. Hau. Habt ihr auch einen Fall? Oh, verräterischer Legionsgefährte. Oh mein Gott. Traitor, Verräterkuss. Oh nein. Und die Verräter sehen immer genauso aus mit diesen komischen. So richtig, diese Schatten, diesen Augen da, so richtig abgefuckt sehen die Verräter immer aus. Das ist echt so im Spiel. Jetzt wenn sie so ein ganzes Jahr nicht mehr geschlafen hätten, ne? Ja, so. Ja. Ich musste das ganze dann, Jahr. Dann machen sie dieses eckige Gesicht und diese... Im Prinzip weißt du schon vorher, wer böse ist und wer nicht. Ja, das meinst du echt so. Okay, wer von euch ist der Heiler? Ich. Ist mir egal, ich töte sie einfach. Die haben einen Heiler? Denke ich mir gerade auch so. Die meisten haben einen Heiler. Okay, die Amateur haben Black Mages. Ich weiß nicht, ob die auch einen Heiler haben. Boom! Also, ja! Also ein Traumaturg, der gerade heilt nur. Ich töte mich mal, kümmere mich mal. Könnt ihr bitte aufhören, meine Leute anzugreifen hier? Finde ich ganz schön uncool. Ich fühle mein Feuer des Todes. Der kleine Lalafa ist ein Taumaturg. Nice. Ja, aber der heilt gerade nicht. Bei mir zumindest. Bei mir heilt der gar nicht. Bei mir greift der bei an. Bei mir auch nicht. Bei mir heilt der die ganze Zeit den einen Typen da. Oh doch, das kann sein. Da habe ich noch nicht drauf geachtet. Nur bei mir nicht. Okay, jetzt auch nicht, aber vorher ist die ganze Gegend in angegriffen haben. Wo kommst du denn her? Boom. Ah, oh, verdammt, ich bin zu weit entfernt gerade. Oh nein, der Taumaturg stirbt! No! Can't let you do that, Star Fox! Stirb! Es werden ja immer mehr.
Ja, ich glaube, das konntest du nicht gewinnen. Aber. Ich zerstöre die ganze Zeit die ganzen, die nachziehen. Irgendwann wird die schon stoppen. Ja, irgendwann. Irgendwann haben die keine Reinforcements. Sag das niemals zu denen. Irgendwann haben wir alle einmal Jabba besiegt. Das ist doch das Ziel dieser Quest, oder nicht? Das Ausrotten der Amaljas. Ja. Hätten wir nicht mehr. Selbst die guten Amaljas müssen wir ausrotten. Legionsgladiator. Oh, ja. Okay. Gut. Hat die doch jetzt in der Kratzin gelandet, oder? Oh, ich bin umzingelt, wie gemein. Und sie sind alle tot. Ja. Warum sind sie alle... Ihr habt doch noch alle noch gelebt, what the fuck? So, von jetzt auf gleich alle fast tot. Ja, sei doch vernünftig. Ich schau die gleichen Meteor in den Kopf. Pass auf! Mhm. Es war ein Schlaf. Oh nein, er hat Schlaf gezaubert. Mhm. Vielleicht schlafen die alle. Na, Ben. Verrätischer Abschaum. Hust. Wie kann man uns denn so blöd verraten? Ah ja, stimmt. Hey, lasst mich euch erstmal in die Gruppe einladen. Habt ihr los? Okay. Schaffen wir das in 3 Minuten, Kappa? Ich meine, danach kommt eine längere Cutscene wieder. Ja. Kommt die? Ja, ich würde sagen, wir beenden. Selbst wenn nicht. Ich würde sagen, wir beenden den Part lieber einfach vorzeitig. Ja. Deswegen wir sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es wieder ist, 42 online. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. See ya.